Hi zusammen. Dieses Video wird ein bisschen anders. Ich möchte euch ein bisschen Kontext geben, was das letzte halbe Jahr passiert ist und vor allem, was jetzt für eine Veränderung ansteht. Vorab kurz eine kleine Geschichte. Meine Mama ist Schulbegleiterin, das heißt, sie hilft einem Mädchen im Rollstuhl durch ihren Schulalltag zu kommen. Eine Lehrerin hat ihr erzählt, dass sie in ihrer Klasse eine Aufgabe gemacht hat, die Kinder sollten ihre Zukunft zeichnen. Die Bilder, die zurückkamen, waren ziemlich negativ. Meine Mutter hat ganz stolz erzählt von meiner Arbeit hier auf dem Kanal, dass ich dieser Klimageschichte eine positive Sichtweise verleihen möchte. Anstatt zu sagen, SUV-Fahren zerstört die Zukunft, zu sagen, ich fahre gern mit dem ICE in den Urlaub, weil ich dann Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Oder arbeiten oder lesen oder ihr wisst schon. Die Lehrerin hat sich dazu entschieden, ihrer Klasse ein paar Videos von mir zu zeigen. Ich glaube, 3 Videos waren es. Die Kinder haben dabei erkannt, so die Lehrerin, dass es nicht nur Menschen bei Shell gibt, die an der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen arbeiten, sondern dass es auch noch Menschen gibt, die an Lösungen arbeiten und die wollen, dass wir als Existenz vorankommen und ein schöneres Leben haben werden. Außerdem haben sie gelernt, selbstwirksam zu werden. Das bedeutet, sie haben das Stahlvideo angeschaut, also schon eins der eher wissenschaftlicheren Videos, die nicht so leicht verdaulich sind, würde ich sagen. Die Lehrerin hat hier und da mal angehalten, das war eine 6. Klasse, also sie musste den nötigen Kontext geben. Aber die Klasse hat es verstanden und am Ende des Videos sage ich, wenn du mitbekommst, dass in deiner Gemeinde oder Stadt ein neues Bauprojekt ansteht, zum Beispiel eine Schule oder eine Brücke, dann frag doch mal bei deiner Bürgermeisterin oder deinem Bürgermeister nach, ob grüner Stahl in Betracht gezogen wurde und erklär ihnen, warum das wichtig wäre. Und das haben sie gemacht. Sie haben Briefe oder E-Mails an die Verantwortlichen geschickt und gefragt, hey, was für Materialien setzt ihr da ein? Wo ist Nachhaltigkeit mitgedacht? Wie ist unsere Zukunft dabei mitgedacht? Und so sind die Kinder von hängenden Köpfen und es ist aussichtslos, wir können nichts machen, niemand macht was, zu einer positiven, optimistischen Haltung gekommen. Wir können was machen und andere Menschen sind schon auf dem Weg. Und das ist so der Kern von dem, was ich rüberbringen möchte. Und ich bin stolz, wenn ich mitbekomme, dass es das tut. Wie geht's jetzt hier weiter? Ihr habt im letzten halben Jahr ein bisschen weniger von mir gehört. Das hatte verschiedene Gründe. Ich war eine Weile im Krankenhaus, ist mittlerweile alles gut. Ich habe Familienzuwachs bekommen, was wahnsinnig schön ist. Und dafür habe ich mir eine Auszeit genommen und ich habe meinen Hauptjob gekündigt. Seit fünfeinhalb Jahren bin ich bei der Pessler AG, eine großartige Firma, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen Job braucht, schaut da mal vorbei und habe dort meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Kameras, Editing-Software und Geschichten erzählen. In der Zeit wurde ich dann das erste Mal Papa und habe erkannt, es gibt noch ein bisschen mehr als Leidenschaft, sondern es gibt noch was, was größer ist. Und habe so eine Art Purpose für mich gefunden und habe den versucht anzunehmen und zu gestalten. Ich möchte, dass meine Kinder eine glückliche Kindheit und eine sichere Zukunft haben. Gegen diesen Satz kann ich viele Lebensentscheidungen messen. Ich nehme mir möglichst viel Zeit für sie, dass sie eine glückliche Kindheit haben, was hoffentlich dadurch der Fall ist. Ich versuche körperlich und geistig gesund zu bleiben, versuche mir Zeit für mich zu nehmen, Zeit, dass ich glücklich bin, damit ich für sie glücklich sein kann und ihnen das vorleben kann, wie man das macht. Aber ich möchte für die sichere Zukunft, wo ich die Klimakrise als größtes Problem sehe, meine Arbeitszeit investieren, um dagegen zu arbeiten oder für eine enkeltaugliche Zukunft arbeiten. Vor etwa einem Jahr habe ich dann meine Arbeitszeit bei Pessler von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert und 2 Tage die Woche selbstständig an diesem Kanal hier gearbeitet. Seitdem sind mehr Videos gekommen, das habt ihr vielleicht gemerkt. Und in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, wie wichtig diese 2 Tage für mich sind. So waren diese 2 Tage Selbstständigkeit immer wichtiger und diese 3 Tage im Marketing immer weniger wichtig. Die haben Spaß gemacht, ich war da sehr gerne, aber es war einfach nicht so wichtig für mich. Und jetzt ist es an der Zeit, ich habe mich von Pessler verabschiedet, um mit meinen Ex-Kollegen und jetzt wieder Kollegen und Freund Jörn Pessler in die Beyond Content GmbH zu gehen. Diese Firma, diese GmbH, die besteht schon seit längerem, war früher eine Webdesign-Agentur. Die hat aber irgendwann all ihre Tätigkeiten und Mitarbeitenden in die Pessler AG übertragen. Ich weiß nicht, wie man das rechtlich korrekt formuliert, aber alles ist in die Pessler AG. Aber die Firma, die GmbH, hat weiterhin existiert und jetzt widmen wir sie sozusagen um. Also auch die Firma findet sozusagen ihren Purpose jetzt, indem sie enkeltaugliche Geschichten findet und erzählt. Also das ist, was wir tun wollen. Wir wollen Macherinnen, Rebellen, Leute, die schon mal weitergehen, die schon mal neues Arbeitsleben führen, neues Familienleben, ein enkeltauglicheres Leben führen. Die möchten wir kennenlernen und euch davon erzählen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es schon gibt und was das mit deren Leben macht. Vielleicht ist es nicht das böse Verzicht, sondern vielleicht ist es ja Verzicht in einem bestimmten Bereich, aber dadurch viel mehr Lebensqualität auf einem anderen. Oder vielleicht sind es neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel bei der Community Kitchen, von denen ich euch schon erzählt habe. Oder. Keine Ahnung, wo es uns hinführt, ich bin super gespannt, aber ich glaube, dass wir damit einen Unterschied machen können.
Darüber hinaus haben wir mittlerweile den Podcast gelauncht, Klimaleichen-Podcast, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Einfach ein längeres Format, in dem wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, über Firmen, die wir kennengelernt haben, Menschen, die wir kennengelernt haben. Also ein ähnliches Konzept, aber einfach mit ein bisschen mehr Luft. Also falls du beim nächsten Mal Geschirr abspülen oder so ein bisschen was auf die Ohren brauchst, hörst dir gerne an, lass uns eine Bewertung da, wir würden uns freuen zu hören, wie ihr es findet. Darüber hinaus haben wir noch unsere Website, die verlinke ich euch auch, da sind schon einige geschriebene Geschichten drauf und wir arbeiten auch noch an einem Spiel, an einem Kartenspiel, das die Gesprächsqualität von Level 4 auf Level 98 heben soll innerhalb von 5 Minuten und dabei Menschen ihrer Wirkung bewusst machen soll. Und bei den ersten Testspielen haben wir schon ziemlich cooles Feedback bekommen, dass Leute auch Tage danach noch drüber nachdenken, über die Karten, die da kamen und was sie mit ihrem Leben machen wollen. Wir sind noch in der Entwicklungsphase, wir brauchen noch SpielertesterInnen, also falls du Bock hast, dabei zu sein, dann schreib mir in der E-Mail-Adresse, die ich auch unten verlinke. Das kommt auch irgendwann, ihr seid die Ersten, die davon hören. Ja, ihr seht, uns geht's nicht in Projekten aus, es startet gerade so richtig viel und ich habe richtig viel Bock, noch mehr Videos zu produzieren, noch mehr Leute kennenzulernen und euch noch mehr daran teilhaben zu lassen. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin Teil der Reise sein wollt. Falls ihr jemanden kennt, den ich kennenlernen sollte oder falls ihr jemand seid, wo ihr sagt, hey, wir sollten unbedingt sprechen, lasst mich in den Kommentaren wissen oder schreibt mir auch auf dieser E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis ganz bald. Ciao.